Herr Landeshauptmann, für das Vorarlberger Kinderdorf ist heute ein ganz, ganz wichtiger Tag. Wie hat es Ihnen denn heute gefallen? Mir hat es sehr gut gefallen. Es war ein abwechslungsreiches Programm, starke Beteiligung. Vor allem die Kinder haben mitgemacht, Künstler haben schöne Darbietungen gezeigt. Es war ein netter Abend. Roberto, du hast uns durch diesen wundervollen Abend begleitet mit deiner Moderation. Was bedeutet es für dich, heute auf dieser Bühne stehen zu dürfen? Für mich bedeutet es vor allem, mit Freunden zusammen zu sein. Die Freunde beginnen bei Dr. Christoph Hackspiel, der spontan mich einfach gefragt hat, willst du das machen? Und ich möchte drüber die Brücke schlagen, Freunde, ob es die Caroline Weber war, ob es die Gabe Fleisch war, die Christine Nachbauer. Sie alle sind mir ans Herz gewachsene Freunde und mich macht es stolz und glücklich, dass jeder von ihnen spontan zugesagt hat, dabei zu sein, um für die Kinder dieses Landes was Gutes zu tun. Haben Sie auch einen persönlichen Bezug zu Kindern? Ja, natürlich. Ich habe selber 3 Kinder und 4 Enkel inzwischen. Und natürlich bedeutet Familie für jeden Menschen sehr viel. Natürlich, wenn man ein Herzensmensch ist, dann kann man das nur transportieren mit Herz. Und ich muss ganz ehrlich, und das sage ich jetzt im Vorarlbergerisch, sage ich hinter der Bühne am Monitor, ich habe schon ein bisschen Tränen ab und zu verdrucken müssen. Und was mich total packt hat, war bei Caroline Weber, weil sie hat uns unglaublich eine 4-Minuten-Kür gemacht und es hat Standing Ovation heute im ausverkauften Festspielhaus. Und das ist aber schön, das soll doch sein. Wir sind alle Menschen und das Herz spielt eine große Rolle. Es waren berührende Augenblicke dabei, vor allem dort, wo die Kinder mitgemacht haben.